Hasenöhrl sind schnell zubereitet und keine große Hexerei. Marianne gibt dazu 500 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, einen gestrichenen Esslöffel Salz zusammen auf die Arbeitsfläche und vermischt alles. Dann arbeitet sie mit der Teigkarte 250 Gramm Quark ein. Dann noch zwei Eier zum Binden. Diese gut einarbeiten, bevor man 30 Gramm flüssige Butter schrittweise hinzugibt. Sie sollte nicht mehr heiß sein, das wirkt sich sonst negativ auf das Backmittel aus. Zum Schluss Sahne. Sie dient als Kleber. Das braucht man so viel Sahne, dass der Teig schön klebt. Normal hast du 100 Gramm, aber es ist oft, wenn die Eier haben und größer oder was, dann braucht man vielleicht nicht so viel. Das spürt man dann selber, wenn der Teig recht ist. Klebt der Teig zu sehr an den Händen, ist zu viel Sahne drinnen. Man kann das dann mit Mehl wieder ausgleichen. Dann ist er fertig. Stückweise stechen wir nun vom Teig etwas weg und walgen es messerrückendick aus. Untergrund wie auch Teigroller sollten immer leicht bemehlt sein. Das Teigstück auch immer wieder mal wenden, damit es gleichmäßig dünn wird. Mit einem Teigrad schneiden wir uns dann die typische Form aus. Marianne zeigt uns hier drei verschiedene Varianten. Für Variante 1 stechen wir mit einer runden Kuchenform einen Kreis aus. Die Kreisfläche wird mit dem Teigrad erst geviertelt und dann geachtelt. Nochmal. Von den entstandenen Dreiecken spaltet sie die Spitze nochmal. Das ist für einen Kindergeburtstag, oder was ist das wunderbar, wenn man da sowas da hat. Die drehen sich dann so auf die Anwaschel, dann richtige Häschen werden das dann. Auf einem Blech legen wir sie erstmal ab. Bei der zweiten Variante rollen wir den Teig einigermaßen rund aus und schneiden mit dem Teigrad Rautenformen aus. Jetzt nur noch in die Mitte der Raute der Länge nach einen Schlitz hineinschneiden. Durch diesen Schlitz zieht man eine der Rautenspitzen hindurch. Jetzt haben wir die Wäsche. Für die dritte Variante schneiden wir wieder Rauten aus dem Teigstück. Diesmal lassen wir sie so und ziehen sie nur etwas in die Länge. Marianne nennt sie liebevoll Polster, weil sie beim Herausbacken nochmal so richtig aufgehen. Da die jetzt schneller gehen, verarbeitet sie den Rest des Teiges noch zu Polster. Zum Backen verwendet sie Pflanzenmargarine, welches sie sich parallel schon in einer Wokpfanne erwärmt hat. Mit dem Stiel eines Kochlöffels testet sie dann, ob das Fett schon heiß genug ist. Traditionell hat es früher die Hasenöhrl zur Weizenernte gegeben. Dazu gab es dann einfach eingemachte Kirschen, erzählt Marianne. Sind sie an der Unterseite schon leicht braun, wendet man sie. Und nach wenigen Minuten sind sie auch schon fertig. Die Variante 2 mit dem Schlitz packt man sozusagen an den Ohren und legt sie ins Fett. Wichtig ist, sich alles griffbereit zu halten und dabei stehen zu bleiben. Ein Blech mit Küchenrolle zum Abtropfen steht also auch gleich neben dem Herd. Herausgebacken und abgetropft gibt sie Marianne in eine dekorative Schale mit den Ohren nach oben, versteht sich, und streut Puderzucker zur Krönung drüber. Ist doch herrlich. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und vollsten Genuss.